Jetzt kommt einer mit dem Auto gefahren, das ist sein Ding. Aber ich wollte was anderes sagen zum Thema Freiheit. Die Freiheit hat mit Geld und Macht ja nichts zu tun. Die Freiheit kommt auf leisen Sohlen und immer dann, wenn wir gar nicht damit rechnen. Ich lag, das jährt sich ja fast, mein Krankenhausaufenthalt demnächst. Ich lag ja zweimal da und habe gedacht, jetzt ist es aus. Ne? Und komischerweise wurde ich dann frei, wo ich gemerkt habe, ja, dieses materielle Streben nach Macht und Geld ist ja nicht das einzige Lebensziel. Hauptsache man kommt einfach einigermaßen durch die Runden. Jetzt ist wirklich auch noch weißer Flieder zu sehen, beim Nachbarn sozusagen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Und hier ist ja ein schönes Grundstück mit allem Möglichen. Ja, die zwei Damen, das wird mich ja sicherlich noch heute beschäftigen. Ich werde darüber berichten, dass die auch gerne Haselnuss essen würden. Und der fährt auch mit seinem Mercedes, war eine Frau, irgendwo hin, wo es noch schöner ist, als hier den Buchs anzuschauen ohne den Zünsler. Das ist ja der Unterschied, Natur oder andere Dinge, die wichtiger sein könnten als die Natur. Also dieser Buchs ist übrigens sehr gesund, hier ist kein Zünsler drin. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Buchsbaum ohne Zünsler.